Herzlich willkommen, wie schön, dass du hier bist. Wenn die Sonne im Sternzeichen Skorpion steht, sind wir eingeladen, uns mit Themen auseinanderzusetzen wie Transformation, Loslassen, Regeneration, Sexualität, Geheimnisse und das Eindringen in die Tiefe. Denn der Skorpion verkörpert all diese Themen. In dieser Zeit neigen wir dazu, introspektiver zu sein und sich mit inneren Konflikten und Wünschen auseinanderzusetzen. Die Scorpio Season ist eine Zeit der persönlichen Veränderung und Entwicklung, in der man die Gelegenheit hat, sich von alten Mustern und Gewohnheiten zu befreien und auf eine tiefere Ebene des Verständnisses über sich selbst zu gelangen. Ich lade dich ein, diese Zeit zu nutzen, um in deine eigenen Schattenaspekte zu blicken und diese zu akzeptieren und zu transformieren. Am Ende dieser Meditation habe ich noch ein paar Rituale für dich zusammengestellt, die dich in dieser Zeit unterstützen können. Doch nun, lass uns beginnen. So finde für dich einen aufrechten und bequemen Sitz. Und dann, wenn du soweit bist, schließe deine Augen und bringe deine ganze Aufmerksamkeit von außen nach innen. Spüre dein Atem, wie er durch dich ein- und ausströmt. Nimm dir einen Moment Zeit, um wirklich hier anzukommen. Spüre deinen Körper, die Auflagepunkte bewusst und erlaube dir bei jeder Ausatmung, deinen Körper noch mehr zu entspannen. Entspann deinen Bauch, die Schultern, deine Gesichtszüge. Lass bei jeder Ausatmung noch mehr Anspannung gehen. Und komme bei jeder Einatmung noch mehr hier in diesem Moment an. Vertiefe deinen Atem und bleibe noch für einen Moment ganz bewusst in Verbindung mit deinem tiefen Atem. Und dann stellst du dir vor, du befindest dich an einem geheimen Ort, tief im Herzen eines dichten Waldes. Die Bäume ragen hoch in den Himmel und das raschelnde Laub unter deinen Füßen erfüllt die Luft mit einem beruhigenden Klang. Du spürst die Energie der Natur um dich herum und fühlst dich sicher und geborgen. Und während du langsam durch den Wald gehst, bemerkst du, wie die Blätter langsam von den Bäumen fallen und den Boden bedecken. Dies erinnert dich daran, dass in der Herbstzeit die Natur sich auf die bevorstehende Transformation vorbereitet.
Du spürst eine tiefe Verbindung zu diesem Prozess. Atme tief ein und aus. Du setzt deinen Weg nun fort und gelangst zu einem glitzernden Bach, der sich sanft durch den Wald schlängelt. Das klare Wasser symbolisiert die Reinigung, die du in dieser Zeit anstrebst. Du spürst den Wunsch, alle negativen Energien und Altlasten loszulassen, während du dem Rauschen des Wassers lauscht. Kniest dich nun an den Bach und tauchst deine Hände ins Wasser. Fühle, wie das kühle, erfrischende Wasser über deine Finger gleitet und alle Sorgen und Ängste mit sich nimmt. Du fühlst dich leichter und befreit, bereit für die Transformation, die vor dir liegt. Nachdem du dich gereinigt hast, stehst du auf und gehst weiter. Du bemerkst nun einen alten Tempel, der von Efeu überwuchert ist. Dieser Tempel repräsentiert die vergangenen Erfahrungen und Erinnerungen, die es jetzt an der Zeit ist, aufzuräumen. Du betrittst den Tempel und beginnst, die alten Glaubenssätze und Blockaden abzulegen. Und während du diesen Reinigungsprozess durchläufst, spürst du, wie sich eine innere Ruhe und Klarheit in dir ausbreitet. Du fühlst dich gestärkt und bereit, die Veränderungen anzunehmen, die diese Zeit mit sich bringt. Und nun verweile hier in Meditation, ganz für dich alleine, lade die innere Stille ein und den heiligen Moment des Rückzugs. Lass alle Botschaften, die jetzt kommen mögen, in dein Herz fließen und verweile hier, bis ich dich wieder zurückhole.
Und dann ist es ganz langsam Zeit, deinen Atem zu vertiefen. Und schließlich verlässt du den Tempel und kehrst langsam zum Ausgangspunkt deiner Reise zurück. Du bist erfrischt, gereinigt und bereit für die Transformation, die vor dir liegt. Und dann öffne wieder deine Augen und nimm dir einen Moment Zeit, um dich wieder in der jetzigen Welt zu verankern. Spüre die Veränderungen in dir, die diese Meditation in Gang gesetzt hat, und sei bereit, die Scorpio Season mit einem offenen Herzen und einem klaren Geist zu erleben. Folgende Rituale können dich in dieser Zeit noch mehr unterstützen. Setze dich in Stille und reflektiere über die vergangenen Monate. Welche Aspekte deines Lebens möchtest du transformieren und welche Gewohnheiten oder Belastungen möchtest du loslassen? Verwende auch gern Räucherwerk wie Salbei, Weihrauch oder Palo Santo, um deine Umgebung zu reinigen. Gehe durch dein Zuhause und lass den Rauch in alle Ecken dringen, während du negative Energien ziehst und Platz für Positives schaffst. Erstelle dir ein Vision Board, das deine Ziele und Wünsche für die kommende Zeit in der Scorpio Season visualisiert. Es kann dir dabei helfen, klarer zu sehen, wohin du dich bewegen möchtest. Und die Zeit der Scorpio Season ist ideal, um tiefe Gespräche mit Freunden oder Familie zu führen. Teile deine Gedanken und Gefühle und lade sie ein, dasselbe zu tun. Dies kann zu einer intensiven Verbindung führen. Nutze diese Zeit auch, um deine Schattenseiten zu erkunden und auch zu akzeptieren und zu integrieren. Du kannst hier ein Tagebuch führen oder dich mit einem Therapeuten oder Coach austauschen. Erstelle dir ein persönliches Ritual, bei dem du bewusst symbolisch Altes loslässt und Platz für Neues schaffst. Dies könnte das Verbrennen eines Briefes mit deinen Sorgen oder das Pflanzen eines Baumes in deinem Garten sein. Gönne dir Zeit für tiefe Selbstcare, sei es durch Yoga, Meditation, energetische Heilung oder einem Entspannungsbad. Verwöhne deinen Körper, deinen Geist und deine Seele. Da der Skorpion ein Wasserzeichen ist, kann das Element Wasser in dieser Zeit eine besondere Rolle spielen. Plane ein Bad ein oder einen Ausflug zu einem See, Fluss oder Meer, um dich mit der heilenden Energie des Wassers zu verbinden. Achte auch auf deine Ernährung und versuche dich von gesunden Lebensmitteln zu ernähren, die dich unterstützen. Du könntest auch Fastentage in Betracht ziehen, um deinen Körper noch mehr zu reinigen. Schaffe dir auch Zeiten der Stille und des Rückzugs, um in dich selbst zu gehen und dich zu zentrieren. Du kannst das in Form von Schweigen, Meditieren oder auch Tagebuchschreiben praktizieren. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit in der Scorpio Season und wünsche dir auch alles Liebe auf deinem Weg. Bis ganz bald. Namaste.